Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Liebe Leute, es ist soweit. Ich bin hier in Faro, um für euch die neue Transalp zu fahren. Ja, ein Kultbike mehr, was zurückgekommen ist. Und ich bin schon sehr gespannt. Wie ihr auch schon geschrieben habt, seid ihr wohl auch sehr gespannt. Ich würde sagen, nach einem kurzen Intro geht's los. Nummer 4. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, ey, Wolf. Ich habe jetzt schon eine weiß-blau-rote gesichert. Eine weiß-blau-rote. Warte mal. Tricolor, ne? Das ist genau. Es. Bin schon sehr neugierig drauf, ja. Wird ein cooler Tag, glaube ich. Ich befürchte. Ich hoffe. Es gibt wohl verschiedene Ausstattungspakete. Hier haben wir eine Kombination aus dem Rallye-Paket mit Handguards, Bodenplatte, Sturzbügel oben, also eine Kombination. Ich erkläre euch das natürlich ganz in Ruhe nochmal. Aber ich würde sagen, erster Eindruck zählt. Und da gucken wir gleich mal aufs Bike. Erster Eindruck, der ist immer wichtig. Das sehen wir, schöner breiter Lenker, Windschild, TFT-Display. Hier die Schalterarmatur und von der Haptik einfach gut gemacht. Fühlt sich richtig gut an. Dann haben wir natürlich Ride-by-Wire, nehme ich da mal den Helm hier runter. Also da wissen die Experten ja schon unter euch, da geht einiges. Quickshifter haben wir jetzt hier montiert, ist allerdings nicht serienmäßig, musst du dazu buchen. Netterweise von Honda hier ausgestattet. Dann haben wir die Bodenplatte mit Protection, das Ganze ist hier ordentlich verschraubt, macht einen guten Eindruck. LED-Licht, alles LED übrigens. Bremslicht, Rücklicht, Blinker, breite Fußrasten, auch aus dem Rallye-Paket. Auch jetzt hier verbaut, wie gesagt, leicht modifiziert schon, dass wir nachher auch schön in den Offroad fahren können. Dafür gibt es auch noch verschiedene Fahrmodi, 5 Stück an der Zahl. Handbremshebel in der Weite einstellbar und ein nicht einstellbarer Kupplungshebel. Oh, sehr, sehr geringe Handkraft. Auch hier haben wir den 755 Kubikmotor, 92 PS und eine Slipperklatsch oder beziehungsweise Anti-Hopping-Kupplung, die nur mit 3 Federn auskommt. Morsche! So, hast du alles gerichtet? Ja, geht so. Wunderbar. Keiner. Guten Morgen, die Herren. Guten Morgen, Jens. Fühlst du dich ist gut? Ein Träumchen, oder? Ah, herrlich. Herrlich. Guten Morgen. Guten Morgen, Morgen. Da haben wir hier serienmäßig noch eine schöne Brücke. Da kannst du auch ordentlich was drauf packen. Das finde ich sehr, sehr gut. Und eben auch eine durchgehende Sitzbank, die hier so eine Vertiefung hat. Zugängliche Sitzhöhe, 850 mm, 21 Zoll Vorderrad, 18 Zoll Hinterrad. Oh, das muss ich aber mal festhalten hier, die Konstruktion. Wahnsinn! Das ist, damit jeder Angst hat vor mir. Oh, krass! So, da schalten wir da mal die Zündung ein hier. Dann gucken wir mal. Oh, hallo! Jawohl! Auch hier gibt es verschiedene Themen, die man auswählen kann. Sportmodus wäre hier mal vorgewählt. Kannst du aber relativ bequem oder super bequem sogar von der linken Lenkerseite an der Armatur umschalten. Wir haben hier Standard, Rain, Gravel und den User-Modus.
Der User-Modus wird dann interessant, wenn man denn die Traktionskontrolle ausschalten möchte, das Offroad-ABS aktivieren möchte und hier wieder zurück auf Sport. Ja, vielversprechendes Bike, ein gutes, ordentliches Elektronikpaket und den Motor, das ist ja ein alter Bekannter, ein neuer Bekannter, den ich bereits ja auch schon gefahren habe in der Hornet. Ihr habt als beste Wetter erwischt von den ganzen 12 Tagen hier. Ever. Nur Regen gehabt. Ich muss mal hier an der Stelle noch einen raushauen, einen riesen Dank sagen an die Jungs, die hier wirklich einen mega Job machen. Die Motorräder sehen aus wie aus dem Ei gepellt und die waren die Tage davor richtig eingesaut, ne? Richtig. Wie Beton. Also einbetoniert. Alles voller Matsch. Wir sind komplett. Ich würde sagen, rauf aufs Bike, GoPro eingeschaltet, los geht's. Zündung. Boah, die Kupplung geht so leicht, das ist echt der Wahnsinn. Also du kannst wirklich mit einem kleinen Finger kuppeln. Quickshifter mit Blipper-Funktion, das heißt, nach dem Losfahren passiert alles, einfach ziehen, drücken, ohne diese Kupplung überhaupt zu betätigen. Aber es ist echt Wahnsinn, wie leicht das geht. Er macht schon mal einen guten Eindruck. Also von der Sitzhöhe finde ich super angenehm. 850 mm. ist die Angabe. Es gibt auch noch eine niedrigere Sitzbank um 30 mm. Und dann ist die Sitzbank ja einteilig und hat noch so eine Welle hier. Also wirklich, erster Eindruck, ist echt angenehm. Der Lenker ist von der Position her schon mal so, dass man sehr aufrecht sitzt. Und vom Kniewinkel ist es auch außerordentlich entspannt. 180 km, da kann man zumindest zum Popometer ein bisschen was sagen. Wir rollen jetzt hier mal raus, im Sportmodus gleich. Der Basismotor, klar, stammt von der Hornet, aber man hat hier nochmal nachgeschärft, nochmal Veränderungen vorgenommen, sodass die Gasannahme was weicher wird und das alles etwas reisetauglich auch wird. Viele von euch haben gefragt, wie ist das hier im Vergleich zur Afrika Twin? Ich würde sagen, da komme ich später drauf zu. Ich muss mir jetzt erstmal selber einen Eindruck machen. Wir haben einen automatischen Blinkerrücksteller, zum Beispiel so kleine Annehmlichkeiten, die einem das Leben was leichter machen. Diese Funktion lässt sich übrigens auch deaktivieren, was aber irgendwie gar keinen Sinn macht. Windschutz ist gut, jetzt so bei 80. Man hat hier auch darauf geachtet, dass keine Verwirbelungen entstehen. Ich kann jetzt nur für meine Größe sprechen. Also ich bin 1,80 Meter. Das funktioniert immer recht gut. Und wenn ich jetzt mit dem Kopf ein bisschen runtergehe, dann geht es sowieso. Aber es ist im Großen und Ganzen doch alles sehr homogen, sehr angenehm. Ich freue mich auf den heutigen Tag. Feeling für die Bremse ist auch gut. So dieses leichte Antippen, gefühlvoll. Und dann erhöhst du die Handkraft, das finde ich aber okay, ja, dass du auch für ein Offroad so ein besseres Feeling hast. Display ist aufgeräumt, die Anzeigen hatte ich erst befürchtet, dass sie ein bisschen klein sind, der sitzt ja schon ein Stück weit weg, aber es ist ordentlich strukturiert, auch hier mit den Diagrammen, Power, Engine Brake Moment, also die Anordnung ist angenehm, du kannst alles sauber ablesen, Geschwindigkeit, dann der Drehzahlmesser hier, direkt hier mit Absicht über die schlechten Stellen drüber gerumpelt. Fahrwerk nimmt das alles klaglos hin. Und eben dieses Umschalten zwischen den ganzen Modi ist auch möglich. Das Ganze kannst du während der Fahrt machen. Den Sportmodus. Von Standard in Sport. Ja, also von Bummeln bis hin zu bisschen knurriger, dumpf, schönes Ansauggeräusch. Hinten raus bekommst du jetzt nicht viel mit, wenn du jetzt drauf fährst. Das wird so ein bisschen überlagert halt vom normalen Windgeräusch. Doch, echt angenehm. We'll be right back.
ersten Kilometer sind gemacht. Hier ist jetzt Zeit für einen Kaffeestopp und für mich natürlich Zeit, um über das Bike zu sprechen. Also ich bin wirklich beeindruckt, wie smooth alles funktioniert, wie leicht zugänglich das alles ist. Es ist wirklich so ein Allrounder und mit ein paar kleinen Änderungen kannst du dein Bike so für dich anpassen. Und du musst nicht unbedingt irgendwie ein Profi sein, um dieses Fahrzeug zu verstehen. Das ist wirklich ja, der einfache Zugang, der einfache Einstieg ins Abenteuer. So würde ich sagen, der einfache Einstieg ins Abenteuer. Jetzt kommt die Sonne raus und jetzt wäre auch Zeit einfach für die Facts. Zum einen haben wir hier den 755 Kubik Paralleltwin Motor mit 92 PS bei 9500 Umdrehungen, 75 Newtonmeter bei 7250 Umdrehungen. 8 Ventile. Natürlich ist auch eine 35 kW Variante verfügbar. Der Tank ist aus Metall, hat ein Fassungsvermögen von 16,9 Litern. Bei einem angegebenen Spritverbrauch von 4,4 Liter auf 100 haben wir eine Reichweite von ca. 380 Kilometer. Bei den Facts darf das Gewicht nicht fehlen. Wir haben hier 208 Kilogramm fahrbereit und eine Sitzhöhe von 850 mm. Es gibt drei Farben zur Auswahl. Einmal hier das Tricolore. Das ist am höchsten ins Regal gegriffen. Und hier geht's los bei 10.890 Euro. Die Farben Schwarz und Silber sind was günstiger. Hier mein Preis ab 10.590 Euro. Alle Preise sind inklusive der Überführung. Der Erfolgsmotor in der Hornet schon gefeiert und hier eben 1:1 verbaut. Allerdings mit ein paar feinen Änderungen. Gasannahme ist ein bisschen anders. Also man hat schon hier nochmal upgedatet, so dass man darauf geachtet hat, dass das Ansprechverhalten vom Gas ein bisschen feiner wird. Wir haben einen 270 Grad Hubzapfenversatz. Das macht ihn so ein bisschen rougher und kerniger, was ihm auch gut steht. Also vom Sound her würde ich echt sagen, sehr gut gemacht. Viele Bässe, also nichts, was einen stresst oder was die anderen vor allem stresst. Ab 2000 Umdrehungen zieht er sehr linear und spektakulär nach oben durch. Es gibt kein Loch, es bleibt nirgendwo hängen. Also es ist wirklich eine ganz gerade Kurve, die das Teilchen hier abspult. Wir haben eine Ölmenge von 3,9 Liter. Das ist echt viel für ein Motorrad. Und daran siehst du auch mal, wie Honda tickt, ja? Wie Honda denkt, wie Honda so ein Motorrad entwickelt. So eine Ölmenge versorgt eben diesen Motor und da kannst du sicher sein, dass du da auch ewig dran Spaß hast. Ja? Ich traue diesem Motor eine Wahnsinnslaufleistung zu einfach. Herausragend ist definitiv die Slipper Clutch oder Anti-Hopping-Kupplung, die wir hier serienmäßig drin haben. Das ist ein ganz feiner Zug, gerade zu diesem günstigen Kurs, sowas zu verbauen. So eine Kupplung arbeitet lediglich mit drei Federn, also du ziehst quasi nur gegen drei Federn, was sich so positiv auswirkt. Oben am Lenker hast du so eine geringe Handkraft, das feiere ich wirklich, das ist echt gut. Kleines Zwischenfazit. Popo gut, Knie gut. Popo sehr gut, Knie sehr gut. Ein Typ wie ich, knapp 1,80, irgendwie sitzt bei 8,50, unfassbar gut drauf. Vorne 200, hinten 190, vertrauenswürdige Höhe. Funktioniert alles, wie man das so sich vorstellt. Die ist leise und die ist smooth. Keine Fragen, du fährst einfach, du drückst auf den Knopf, wechselst den Mut, nimmst Gas, du machst wieder an und bist drin. Also alles ganz unkompliziert, ganz einfach, ganz fein. Und ehe man sich versieht, ist man eigentlich deutlich schneller, als man es fühlt, weil sie sehr linear durchbeschleunigt. Genau, das fällt auf. Also, so ganz linear, ja, sie ist so ganz linear. Sie hat so nicht so einen kleinen Punkt, wo man sich so denkt, jetzt... sondern sie ist so, ehe du dich versiehst, denkst du, oh Gott, schon wieder ein bisschen schneller. Ja, ein sehr fahrerfreundliches, vertrauenseinflößendes Motorrad, das wir jetzt ins Gelände bewegen werden. Unaufgeregt. Es ist im positiven Sinne unaufgeregt. Nicht unaufregend, das nicht, aber unaufgeregt, weil sie alles ganz souverän irgendwie abspult und macht und tut. Man könnte sagen, wie man es erwartet. Kaffeestopp ist beendet. Ich würde sagen, Helm an und weiter geht's. Thank you.
jetzt geht es in den Offroad und da würde ich sagen, schalten wir einfach mal um. Wir haben einmal diesen Standard-Gravel-Modus, der vorkonfiguriert ist, oder wir gehen in den User-Modus. Okay, alles gefixt, alles eingestellt, Maximum Power, Minimum Engine Brake. Also das ist halt schon echt geil gemacht bei so einer Elektronik. Ne? Du kannst halt auf alles eingehen, alles geil einstellen und ja, das ist halt, es ist halt umfangreich. Ne? Aber dafür ist so ein User-Modus. Ja, ist schon, da wird's schon interessant. Und dran denken, es sind nur Karo Street-Reifen drauf. Juhu! Mega geil. Also sowas sollte auf jeden Fall gar kein Problem sein. Und eben in diesem Gravel-Modus bist du im Sicherheitsmodus. Das Motorrad kann alles noch für dich übernehmen. Lässt ein bisschen Schlupf zu, aber nicht zu viel. Und nimmt auch ein bisschen Power raus, sodass du da auch keine Sorge haben musst, dass das irgendwie in die Hose geht. Ich fahre jetzt gerade etwas, fühlt sich doch agil an. Schade, die Strecke ist sehr eben. Ich kann nicht viel zum Fahrwerk sagen. Aktuell macht es alles noch mit. Immer so über so ein paar Kanten drüber geschubbert, ist auch gar kein Thema. Wie man unschwer erkennen kann, das hier ist jetzt so das Terrain, wo man sich bewegen kann. Und ich habe wirklich kurz vergessen, dass wir ein Karo Street drauf haben. Es fühlt sich alles gut an und das Fahrwerk ist jetzt an keine Grenze gekommen. Also auch über so kleine Kuppen drüber, schlecht nichts durch. Klar, kann man das schwer einschätzen, müsste man jetzt selektiver noch ein bisschen fahren. Aber das, was es soll, macht es hervorragend. Und in dem Modus kannst du dir das ganz genau konfigurieren, so wie du das für dich am besten fühlst oder wie du dich am besten fühlst beim Fahren. Das hat mir jetzt sehr gut gefallen. Geh mal kurz noch auf die Bremse ein. Das hat auch wunderbar funktioniert. Du hast relativ wenig Weg am Pedal, hast aber dennoch ein ganz gutes Feeling. Und was hier wirklich dem Motorrad zugutekommt, ist die Anti-Hopping-Kupplung. Dann kannst du richtig schön in die Kurve reinsliden. Weil auf diesem Untergrund tendiert natürlich so ein Rad eher zum Stempeln, ja, wenn du keine Anti-Hopping-Kupplung hast. Also, Däumchen an dieser Stelle. Unsere kleine Exkursion in den Offroad hat auch gezeigt, dass sie das sehr, sehr gut meistert. Meine Sorge war ja so beim ersten Probesitzen, das könnte relativ weich sein, aber das stimmt nicht. In der Front arbeitet eine Showa-Gabel, die in der Federvorspannung einstellbar ist und das Ganze mit 15 Umdrehungen. Die Gabel arbeitet sauber, feines Ansprechverhalten, also da gibt es nichts zu bemängeln. Und wie gesagt, es ist nicht zu weich. Im Heck arbeitet ein Dämpfer, der auch in der Vorspannung einstellbar ist, siebenfach. Bitte nicht verwechseln, das wird nämlich oft verwechselt. Wenn du jetzt die Feder vorspannst, wird die Feder deswegen nicht härter. Das Fahrzeug kommt lediglich ein bisschen höher. Und ich habe eben gesehen bei den Kollegen, die haben ab und zu mal mit der Raste aufgesetzt. Das kann dann mal passieren. Die ist auch so ein bisschen angeschrammt, aber das ist nicht weiter tragisch. Aber ein Zeichen dafür, dass man vielleicht die Vorspannung so ein bisschen erhöht. Federweg vorne beträgt 200 mm, der Federweg hinten sind 190 mm. 210 mm Bodenfreiheit, ja, da müssen wir drüber sprechen. Alle, die mit diesem Fahrzeug ins Gelände fahren wollen, denen würde ich definitiv empfehlen, eine Bodenplatte zu montieren. Hier gibt es das Original schon von Honda. Das hat auch eine ordentliche Stärke, also so läuft man zumindest nicht Gefahr,
dass der Krümmer bzw. die Ölwanne vom Motor beschädigt wird. Also hier sitzt die Handbremspumpe, hatte ich ja schon gesagt, der Hebel ist in der Weite einstellbar. Dann geht's mit einer Gummileitung runter auf Nissin-Bremszangen und das sind Schwimmsättel. Das funktioniert auch richtig ordentlich, feine Dosierung, satter Druckpunkt, der auch nicht wandert. Und hier haben wir dann nochmal die Doppelscheiben mit einem Durchmesser von 310 mm. Der Hauptrahmen hat ein Gewicht von 18,3 Kilo. Das ist 10% sogar leichter als der Rahmen der CB500X. Man könnte jetzt meinen, so der Rahmen ist identisch zum Hornet-Rahmen. Das ist aber nicht so. Hier haben wir auch ein geschweißtes Rahmenheck, also ein Stück. Allerdings ist hier der Rahmen von der Transalp in der Motoraufnahme ein bisschen verstärkt und das Heck ist ein bisschen länger und auch ein bisschen breiter. Da geht es ja maßgeblich dann auch um die Zuladung, um die Stabilität. Neben der bequemen Sitzbank gibt es hier noch die Möglichkeit, so Handguards hinzumachen. Allerdings aufpassen, nicht verwechseln mit so Crashbars. Diese Teilchen schützen eigentlich nur vor den Witterungseinflüssen, damit man jetzt vielleicht, wenn man durch den Regen fährt oder das in Kombination mit einer Griffheizung verwendet, damit man einfach da ein bisschen geschützt ist. Sitzposition ist hervorragend, der Kniewinkel ist schön gestreckt und das Ganze matcht dann auch noch mit der Scheibe. Die Standardhöhe passt für mich auf jeden Fall mit 1,80 Meter. Hier gibt es aber allerdings noch die Möglichkeit, eine höhere Scheibe zu verbauen. Jetzt gucken wir natürlich auch noch unter die Sitzbank. Auch hier ist alles clean und aufgeräumt, was so dem Gesamteindruck des ganzen Motorrades widerspiegelt einmal. Hier haben wir eine wartungsfreie Batterie sitzen. Da sind die ganzen Sicherungen und hier drunter verbirgt sich das Steuergerät, das Hauptsteuergerät. Während der Fahrt gibt es die Möglichkeit, über einen USB-C-Anschluss, der liegt hier unter diesem Gummikäppchen, das Handy zu laden. Allerdings müsste man hier eine kleine Tasche reinlegen, aber da ist ordentlich Raum. Da kriegt man auch ein bisschen was unter. Und wenn man in anderen Ländern unterwegs ist, passt vielleicht hier noch eine Weste und ein kleiner Verbandskasten drunter. So muss das sein. So finde ich das ordentlich. Serienmäßig auch hier dieser Halter, da kannst du ordentlich auch eine Tasche befestigen oder ein Topcase montieren. Ist natürlich jetzt nicht jedermanns Sache. Bei 1,80 Meter habe ich eh keine Schwierigkeiten. Aber ich komme hier auch wirklich satt auf den Boden. Was ich während der Fahrt schon angemerkt habe, ist die Lenkerposition. Der Lenker kommt einem ein Stück entgegen. Was ich eigentlich nicht so mag normalerweise. Ich möchte gerne mehr nach vorne. Aber das ist in Ordnung. Dieser Raum hier ist relativ kurz gehalten. Und so hast du dort dennoch ein gutes Gefühl fürs Vorderrad. Das ist, finde ich, immer wichtig beim Fahren. Hier vorne im vorderen Bereich haben wir noch die Möglichkeit, eine Steckdose zu montieren. Die ist auch bei einem vorkonfigurierten Kit dabei. Also das ist hier schon mal vorkonfiguriert und meistens liegen dann auch die Kabel da, so dass es so ein Plug and Play ist. An sich haben wir eine schöne, klare, clean Optik, was ich gut finde, gerade in diesem Bereich. Du hast halt im Handumdrehen dieses Motorrad gereinigt und sauber gemacht. Das sieht immer ordentlich aus. Wenn das Ganze sehr zerklüftet ist, dann hat sich das einer einfallen lassen, der wahrscheinlich auch noch nie ein Motorrad geputzt hat. Da achte ich immer drauf.
Ja, und so der Gesamteindruck ist natürlich komplett nachempfunden, und zwar dem Kultbike der alten Transalp, der XL600V. Als ob es ein Zufall ist, stehen hier auch alte Transalp. Das ist äußerst selten, aber ich zeige euch mal den Unterschied. Das ist richtig cool. Haben jetzt alle schon ein Foto gemacht. Und pass auf, da ist die alte. Und hier ist die neue. Das ist doch cool, ne? Hammer. Ich finde das gut, dass solche Motorräder einfach noch weiterleben. Ich habe einfach mal bei Mobile geguckt, bevor ich angereist bin hier. Und die werden happig gehandelt. Also 1800 Euro, dann ist aber richtig Kilometer runter. Ich guck mal hier drauf, was die drunter hat. Ja, 80.000. Leute, da wird gefahren, ne? Guck mal, so sah das früher aus. Früher, heute. Ja, wo bucht ihr ein? Also, ich lege mal ein Handtuch drauf, ne? Für mich geht es jetzt nämlich in diese Richtung weiter. Siehst du entspannt aus? Ich glaube, ich sehe eher etwas helmgedrückt aus. Aber war richtig entspannt, war das, ne? Ja, das war großer Spaß. Ein großer Spaß, weil man kann mit der Kiste so richtig dramatisch cool durch Kurven jagen. Ja. Liegt unfassbar ruhig und souverän und lässt sich durch den breiten Lenker und die entspannte Sitzposition natürlich total souverän bewegen. Und das macht die echt gut. Also auch wenn man bei dieser Kraftentfaltung und immer den Eindruck hat, dass sie alles linear macht, also nie so einen dramatischen Punch in irgendeinem Drehzahlmoment hat oder so, alles immer nur linear, aber du bewegst dich eigentlich immer im richtigen Gang und ja. Also diese Strecke, die wir jetzt gefahren sind, die war echt gut, also die gehört hier in Portugal, glaube ich, echt zu den besten. Ich glaube auch, ja. Ein Highlight, der auch sehr beliebt, grundsätzlich bei Teststrecken, bei Präsentationen. Wahnsinnig schnell, wahnsinnig cool zu fahren und da fährt die so souverän, so lässig durch. Das ist schon beeindruckend. Ich habe dieses Motorrad tatsächlich auch wirklich unterschätzt. Ich habe mir gedacht, zu dem Kurs mit der ganzen Elektronik drin und dann wird das Fahrwerk eine Pumpe sein. Nein, es ist alles on point. Zaubert dir ein Grinsen ins Gesicht und ich vermute auch fast, dass Honda hingegangen ist und bei der Entwicklung der Hornet direkt daran gedacht hat, hey, pass auf, der Motor sollte mehrere Plattformen bedienen und so fühlt es sich an. Nicht wie improvisiert, sondern hey, das ist unsere Idee, wir bauen das Motorrad, das, ich meine, das ist jetzt eine Vermutung, ja, das hat mir jetzt keiner gesagt, aber es fühlt sich sehr gut an. Leute, bei dem einen oder anderen Händler wird sie stehen schon. Also das sind ausgesuchte Händler. Da könnt ihr auch mal Probe sitzen, falls ihr noch nicht die Zeit gefunden habt, das Ganze mal in live zu sehen. Ansonsten würde ich sagen, sehr, sehr interessant. Und wenn es dann soweit ist, wirklich einfach mal selber abchecken. Macht selber mal eine Probefahrt. Ich hätte ich unterschätzt jetzt. Ich bin begeistert, wirklich. Toll, hat sie gut gemacht. Sie hat alles super relaxed gemacht. Hoher Sitzkomfort, gute Streckentauglichkeit. Also du kannst wirklich lange Stücke fahren. Du bist nicht müde. Du hast eine gute Körperhaltung auf dem Motorrad, weil der Lenker schön ausgeformt ist. Auch von der Position und Höhe angenehm. Die Reise sind relativ hoch, aber ich finde, du kommst gut nach vorne und von der Sitzbank her wirklich ein Komfort, dass du Strecke machen kannst. Jetzt waren es 180 Kilometer. Ich würde das auch nicht ganz so stehen lassen. Ich möchte dieses Motorrad auch noch mal ausgiebiger fahren. Vielleicht in meiner Region oder in einer anderen Region. Aber diese 180 Kilometer haben mir gezeigt, Jens, du kannst dich mal irren. Ne? Und jetzt gucken wir uns noch mal zwei, drei Kleinigkeiten an,
die ich nicht so schön finde, nach dem ganzen Lob. So, die eine Kleinigkeit ist eigentlich ein Anwenderbereich, im Anwenderbereich zu suchen. Wir gehen mal hier so ein bisschen in die Knie. Hier haben wir einmal einen Lufteinlass und seitlich innen versteckt. Vielleicht kann ich es hier mal andeuten. Hier sieht man es besser. Und da strömt die Luft in die Airbox. Das bedeutet, die Airbox sitzt konventionell hier unterm Tank. Und wenn man den Luftfilter reinigen möchte, muss der Tank runter. Das wäre so der eine Bereich, wo ich sage, ist jetzt, sag ich mal, nur ein Thema, wenn man denn zu Meeren fährt und dann Offroad und es dann staubig ist. Also, wie gesagt, eine Dramatisierung der Situation. Und das wäre jetzt noch so eine Kleinigkeit, wo ich sagen würde, wäre nice to have gewesen, aber ich glaube, da kannst du die Uhr jetzt stellen, bis sowas aus dem Zubehör kommt. Und zwar, wie ich finde, sollte hier noch so ein Bügel hin, irgendeine Art der Befestigung, dass man hier auch noch ein Gerät anbringen kann. Das wäre so das, was mir fehlt. Aber wenn ich mir das hier angucke, denke ich, sollte das gar kein Problem sein, das zu lösen, weil hier drauf aufzubauen, die Scheibe einfach umzuversetzen, das ist, glaube ich, ein ganz geringer Aufwand und dann sollte das auch so funktionieren. Ich sage euch, wie es ist, das kann was. Das kann auf jeden Fall was. Ich wäre mir nur nicht sicher, ob ich mich genau für diese Farbe entscheiden würde. Normalerweise buche ich ein, Tricolore, da machst du nichts falsch. Allerdings fand ich die Version in Schwarz auch sehr interessant. Grau sieht auch sexy aus. Es ist ein Motorrad, das ist von den Abmaßen her nicht drüber. Und so wie es daherkommt, so schlicht und clean, so funktioniert es auch. So fährt es auch. Also genau 1:1. So fährt. Danke fürs Zuschauen. Abonniert gerne den Kanal, supportet den Kanal, sagt's gerne weiter. Teilen, verbreiten ist natürlich erwünscht. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder in 3-4 Tagen. Ansonsten in der Playlist. Endlose Auswahl, sollte wirklich für jeden was dabei sein. Ich sag mal Tschüssikowski, bis dann, Imatski.